Hallo liebe Bierfreunde, willkommen! Wir sind wieder hier, eure, was sind wir eigentlich? Biertrinker, Vorkoster, ja, wir sind's, dieser Bum. Lars und ich bin der Bum. Und wir trinken heute für euch einen... Brookhammer sind wir! Brookhammer, ja! Oh, fast vergessen! Verdammt! Also, wir trinken heute für euch wieder Supermarktbier. Also kein Craftbier, sondern Supermarktbier. Diesmal, so, ja, ob gehoben oder nicht, kommt drauf an, in welchem Teil Deutschlands man ist. Wir probieren heute Exportbiere aus Bayern, die man in Bayern gerne Spezial nennt. Ja, ich freue mich. Lars ist ein großer Fan. Großer Fan. Ich muss auch sagen, das Augustiner habe ich früher auch immer oft gern getrunken. Das war so mit das Beste, was man so üblicherweise so als helles kriegen konnte, für meinen Geschmack. Also, Augustiner Edelstoff. Ja, der Name ist verpflichtet. Chiemseer Braustoff, hergestellt in Rosenheim. Und Tegernseer Spezial. Ja, also drei absolute Urgesteine. Ja, leg mal los. Ich mach mal auf. Also ich habe extra nachgeguckt. Das sind alles drei Spezialbiere, / Export, für alle, die weiter aus dem Norden sind. Da nennt man die Biere eben Export. Vor allem in NRW sind die Exportbiere sehr beliebt gewesen früher. Im Norden auch teilweise. Das Hansa-Export, glaube ich, war so ein Klassiker. Aber die letzten Jahre ist es stiller geworden ums Export. Sehr in Verruf, ne? Genau, gilt immer als mieses Bier, ist aber eigentlich gar nicht so der Fall. Also es ist auch nicht schlechter als die meisten Pilze. Es ist nur ein bisschen voller in der Regel, ein bisschen stärker auch und hat etwas weniger Hopfen. Aber im Großen und Ganzen ein absolut gängiges Bier. Und wer auf übliche Supermarktware steht, braucht eigentlich beim Export nicht die Nase zu rümpfen, denn das ist keineswegs minderwertiger. Und ich glaube, in Bayern hat es ein bisschen mehr sich gehalten, schon allein deswegen, weil es Spezial heißt und es klingt eben so ein bisschen speziell. Ja. Und Export klang oder hat immer so einen negativen Ruf gekriegt, schon Export, als wenn schon einer gehört, Export, ist völliger Schmarrn. Aber wir werden das jetzt gleich mal testen. Fangen wir mal beim Spezial aus Tegernsee an. Ja, gerne. Also Tegernseer Spezial. Optisch ganz kurz, ich halte mal hoch. Also optisch geben die sich im Grunde fast nichts. Das Augustiner ist eine Nuance heller, habe ich das Gefühl. Aber, ja, ja. Aber das ist wirklich... Also, das hängt aber auch wirklich vom Licht. Ja, vom Lichtwinkel. Also kann man eigentlich sagen, optisch sind sie alle drei eigentlich identisch. Quietschegelb. So wie man das für ein helles deutsches Bier eigentlich annimmt, nichts Außergewöhnliches. Also, hier, Tegernseer Spezial. Geruch. Ganz leicht grasig. Und ein bisschen kräuterwürzig, finde ich. Bisschen und ansonsten strohig leicht. Riecht eigentlich ganz typisch. Bisschen süßlich, ne? Schon in der Nase. Es hat eben nicht so, es hat eben keinen Pilzgeruch. Genau. In der Nase erkennt man das sehr schnell, dass es kein Pilz ist. Ja, und jetzt mal hier. Relativ kräftige Restsüße für so ein Bier, aber eben klar, Spezial oder Export, da passt es gut rein. Es ist eben etwas mächtiger als ein helles, ne? Nicht so herb, bitter wie ein Pilz. Ich glaube, wir haben alle 5,6%. Das ist quasi das Gardemaß für einen Export. Was haben wir hier? 5,6. Das ist ja auch die Entstehungsgeschichte, ist ja wirklich, dass Exportbiere waren für den Versand. Export bestimmt und hatten eben überdurchschnittlich viel Alkohol in einer Zeit, in der Biere eben noch leichter waren. Also das hat ja nicht wirklich viel mehr als ein Pilz. Wir reden hier über ein halbes Prozent oder... Das ist ja nicht wirklich riecht ausschlaggebend. Riecht man ins Chiemseer rein? Ich finde, es riecht ein bisschen kräftiger. Noch ein bisschen hopfiger. Ja, ein bisschen eine Zitrusnote habe ich. Genau. Also hier fast eine schönere, also ich würde sagen, ich bin mir ziemlich sicher, von der Nase her, im Vergleich zum Tegernseer, eine schönere Hopfennote. Schauen wir mal, zum Wohl. Fängt aber dadurch auch gleich ein bisschen an, so ein bisschen beim Pilz zu wildern. Ne? Also jetzt noch kein Pilz natürlich, aber...
Es ist nicht ganz so mild, nicht ganz so weich. Mhm, ist ein bisschen, wie du sagst, kräftiger. Schmeckt gut, finde ich. Schmeckt rund. Auch hier wieder vollmundig, unproblematisch. Im Abgang auch nicht wirklich bitterer als jetzt das erste. Muss man vielleicht nochmal nachkontrollieren. Werden wir gleich sehen. Ich habe schon das Gefühl, das ist ein bisschen Tick. Trockener, ne? Ja, ein Tick. So im Abgang. Aber jetzt auf jeden Fall auch nichts, was so hängt. Also auch keine Bitternote, die so einem penetrant im Mund hängen bleibt. Und jetzt hier zum Schluss der Matador im Grunde. Die Messlatte. Ne? Die Messlatte, an dem müssen sich eigentlich alle messen. Oh, Geruch finde ich eher... Am schlechtesten. Ja, nicht so überzeugend. Geruch ist wirklich nicht so überzeugend. Also da waren die anderen zwei schöner. Ein bisschen was eher vom kellerigen... Untergärig. Ich tatsächlich ein bisschen untergärig, ein bisschen muffiger, so leicht stinkig. Ach. Viel mehr Kohlensäure. Ganz wenig Hopfen. Also gar nicht fast. Obwohl die da, die haben sogar ganz stolz sogar ein paar Dolden drauf gedruckt. Ein paar goldige haben sie da drauf, wie man sieht. Das Etikett ist natürlich ein Klassiker. Es ist das frischeste von allen, aber nicht unbedingt das vollste und nicht unbedingt das aromatischste. Ich würde sagen, wir testen jetzt nochmal durch. Aber meine bisherige Erkenntnis ist, das Tegernseher ist das süßeste. Das Chiemseer hat die schönste, feinste Hopfennote und das Edelstoff ist das spritzigste. Ja. Schauen wir noch. Das sehe ich ganz genauso. Ja, das riecht auch hier, das riecht auch am getreidigsten. Ja. Tegernseer. Stilistisch würde ich jetzt sagen, das ist am ehesten das, was ich mir unter einem Export vorstelle. Wobei, es hat Tendenzen zum Hellen. Also gut, das haben Münchner die bayerisches Helles, das ist, da haben die natürlich, aber da wäre ich jetzt, unter Unterscheidung fiel mir das schwerer. Ja, auch hier wieder, auch im zweiten Durchgang. Klar, die etwas frischere Hopfennote, weniger süß. Na, ich hatte es positiver in Erinnerung, muss ich sagen, beim Edelstoff. Also mein Favorit wäre das Tegernseher. Ich bin bei beiden, beim Chiemseher oder beim Tegernseher. Also ich muss sagen, ich bin ja sowieso kein Pilzfreund. Wenn, dann müssen es wirklich gute Craft-Pilze sein. Ich würde jedes von denen einem Supermarkt-Pilz vorziehen. Weil vergleichen wir nicht Äpfel mit Birnen, sondern vergleichen wir Supermarktware mit Supermarktware. Ganz klar, ich finde sie alle angenehmer, weil ich eben diese penetrante Bitternote nicht mag. Aber ich würde... Ich weiß noch nicht. Bin legst dich nicht fest. Ich möchte muss man nicht ja festlegen. Nicht. Man kann ja auch mal das eine, mal das andere trinken. Genau, man kann auch mal das eine oder andere trinken. Ich bin ein bisschen, ich glaube, ich bin meinem Edelstoff gerade ein bisschen untreu geworden, aber so ist es eben. Ich trinke es immer wieder gern. Edelstoff ist ein schönes Durstbier, das kann man so sagen. Und Tegernseher hat halt in der jüngsten Vergangenheit so ein bisschen Hipster-Zuspruch bekommen und ist vielleicht zu Unrecht das etwas gescholten als das Bier für denjenigen, der sich nicht auskennt. Aber an alle Hipster da draußen, die den Tegernseher am Hals haben, ihr macht da nichts falsch. Ja, und das Chiemseher, eine schöne, leicht frische Note. Das, was wenn die ihr Etikett nochmal überarbeiten, Alter, dann wäre das... Meinst du? Ja, das Auge trinkt mit. Ach, ich finde... Also ich finde, das ist sehr hausbacken. Ich finde die alle ganz, ganz passend zum Bier, was es sind. Das passt schon. Also Leute, wenn ihr Lust habt auf ein schönes Spezial-bayerisches Export, schlagt zu, zieht sie euch rein. Sind auf jeden Fall super Wegsaufbiere. Hohe Kulinarik sucht ihr am besten woanders. Aber wer sich das im Supermarkt kauft, der hat keinen so übermäßigen Anspruch. Da geht es um gemütliches Saufen im Sommer. Darum geht es in der Regel. Wer es anders sieht, darf das ruhig anders sehen.
Und dann schreibt dann Hasskommentare. So ist es eben in diesem nicht. Internet. Komm, bitte nicht. Sei doch einfach pießig. Trinkt einfach ein Bier und entspannt euch. Also Leute, in dem Sinne. Haut rein. Tschüss.